Wie geht's euch? Gut, das ist so schön. Es war ein toller Lobpreis. Richtig gut. Und vielen herzlichen Dank an die Lobpreisgruppe. Es waren genau meine Lieder. Ja, kann man nicht jedes Mal machen, aber wenn es meine Lieder sind, dann sind das richtig gut. Und Manuel, du hast das richtig toll gemacht. Der Hammer! Der Hammer! Ja. Werde ich gleich in meinen Bericht reinschreiben, Praktikumsbericht, dass du es gut gemacht hast. Ja, schön, schön, dass ihr da seid. Ich möchte euch ein Bild zeigen von, nicht unsere Stadt, aber da werde ich nochmal ein schönes Bild irgendwann mal kriegen, aber schaut euch das Bild mal an. Ist das nicht eine schöne Stadt? Eigentlich ist es unsere Stadt, ja, ist eigentlich so unser Stadtteil Hamburg, ja. Von der Polizei aufgenommen, wunderschönes Bild von Hamburg. Und wer von euch fährt nach Hamburg? Relativ regelmäßig, ja. Wusstet ihr, dass es mehrere Wege gibt, um dorthin zu kommen? Ja? Die das so richtig schnell und direkt wollen, die nehmen die Autobahn, die A1, ja, oder die A7, je nachdem, um wirklich schnell auf die Autobahn, schnell hin, mittlerweile bei 3 Spuren oder relativ 3 Spuren, geht das ganz gut. Andere sagen, ja, okay, ich fahre auch nach Hamburg, aber ich nehme lieber den Tunnel. Ich brauche es so richtig mystisch, fast schon bedrohlich, ja, wo ich weiß, dass da Milliarden von Liter Wasser da über mich sind und es könnte jederzeit einbrechen. So, ja. Manchmal stelle ich mir das so vor, wie das so ist, so rauszusurfen dann mit dem Auto dann, ne? Wenn ich da durchfahre. Andere sagen, nee, ich schaue mir lieber das Wasser an, die Boote, die Schiffe und fahr über die Elbbrücken. Ja? Andere sind dann so mehr Nostalgie-Typen und Innovationstypen. Die sagen, ich fahre durch die Hafen City, ja? Also die neue Hafen City. Ja? Ich schaue mir das Alte noch an und schaue, was das Neue schon jetzt gebaut wird. Dann gibt es noch andere, die so ein bisschen so die Naturtypen sind, die fahren der B75 entlang. Soweit sie geht, ja. So Morgennebel, Rehe, Kühe, Fachwerkhäuser, ja. Vielleicht nochmal Kaffee in Nendorf oder irgendwo da, Rosengarten oder keine Ahnung, welche Ortschaften auf dem Weg sind. Und die anderen, die so richtig kuschelige Gemeinschaft wollen, die fahren Metronom, ja. Die sagen, also es gibt ja mehrere Wege, um nach Hamburg zu kommen, je nach Typ. Je nach Bedürfnis und je nach, wie man so innerlich drauf ist und was für ein Erlebnis man letztendlich haben möchte. Wir sind gerade in einer Predigtreihe, die heißt 9 Wege, um Gott zu begegnen, 9 Wege, um Zugang zu Gott zu finden oder 9 Wege, um Gott zu lieben. Das ist etwas, was ich rausgenommen habe aus einem Buch von Gary Thomas. Wir sehen das auf der nächsten Folie. Und er spricht von diesen Zugängen, diese heiligen Beziehungsandockungspunkte, wie man mit Gott connecten kann oder andocken kann. Ich habe gehört, dass einige ein bisschen genervt waren, dass ich das Wort connecten benutzt habe. Heute werde ich versuchen, es nicht einmal zu benutzen. Ab jetzt. Okay? Und dann habe ich noch ein Parallelbuch gefunden von John Ortberg. Das passt irgendwie nicht auf der Folie, habe ich irgendwie nicht so richtig geguckt. Das ist das Buch Viel näher, als du denkst. Und er hat 7 Wege. Ja, 7 Wege. Also für die, die sagen, die Zahl 7 ist besser als die Zahl 9, könnt ihr das Buch anschauen. Ansonsten gibt es das andere Buch. Das ist einfach Vertiefungsliteratur, weil da noch viel, viel mehr Gedanken sind und auch Hilfen und vielleicht auch noch Ideen, wie Leute, die vielleicht sich entdecken in einem von diesen Wegen, das nochmal vertiefen können. So habe ich diese 2 Bücher zu empfehlen und nach dem Gottesdienst habe ich 75 Kopien draußen, der Rest kriegt es über E-Mail heute Nachmittag, habe ich eine PDF kopieren lassen und zwar ist es so eine Art Fragebogen mit diesen 9
Zugängen und wo man einfach anhand von ein paar Fragen oder Aussagen mal eine Bewertung macht von 1 bis 5, was das so oder wie das dich beschreibt. Und je nach Bewertung kannst du so deine vielleicht Hauptzugänge zu Gott oder die Möglichkeiten, wie du in Gott mit am besten in Verbindung kommst, rausfinden. Das ist eine schöne Entdeckung. Vielleicht hat jemand das schon mal gemacht vor ein paar Jahren und vielleicht verschiebt sich da etwas mit dem Alter schon. Ja? Aber es ist sehr, sehr wertvoll, weil wir entdecken gerade in den letzten 2, 3 Wochen, dass es nicht nur einen Weg, um mit Gott in Verbindung zu kommen. Wir sind manchmal so geprägt, gerade wenn man vielleicht regelmäßig in so einen Gottesdienst kommt und so diesen kleinen Abschnitt oder Ausschnitt des Gottesdienstes sieht, Hauptsache Musik, Liedtexte und das scheint so die Möglichkeit und Wege, wir haben hier keine Kerzen, wir haben ja ein Kreuz, es ist aber nicht in der Mitte, wir haben keinen Altar, wir haben keine Düfte hier, kein Weihrauch, wir haben keine Klingeln und eine Glocke vorher oder irgendetwas, es ist ziemlich rauschend, bewegend hier, wenn man reinkommt, also es ist nicht so ganz still, wie es vielleicht in manchen Kirchen ist, man redet nicht in der Kirche. Und so kann man vielleicht auch über Zeit geprägt sein, zu sagen, okay, so ist der Weg, wie wir Gott begegnen können, sollen oder dürfen oder wie auch immer. Aber der Mensch ist unterschiedlich. Und für dich, wenn du vielleicht heute einfach dazugekommen bist und wir haben schon 6 von diesen Zugängen uns angeschaut, möchte ich auch die letzten 3 nochmal anschauen. 6 hatten wir hinter uns, wir sehen das auf der Folie, der Naturtyp, der traditionalistische Typ, der Natur, schöpfungsorientierte, einfach in der Schöpfung, einfach so, oh ja, ja, Rauschen, Hören, Spüren, Wind, ja, so. Und dann andere, die mehr traditionsgeprägt sind mit Regelmäßigkeit, Rituale, vielleicht eine Kerze oder bestimmte Musik, die einen hilft oder einen unterstützt, auch mit Gott in Beziehung und Verbindung zu kommen. Oder der sinnliche Typ, der über die 5 Sinne irgendwie da angeregt wird und Zugänge findet, um Gottes Nähe zu spüren, weil ja Gott auch in unserer gesamten Schöpfung und vielfältig auch zu erfahren ist. Und dann der asketische Typ, der sich zurückzieht, vielleicht in Höhlen und Wüsten und Heidegebieten oder irgendwo im Bauernhof ganz weg. Dann fürsorgliche Menschen oder Leute, die sehr aktivistisch sind und sehr engagiert sind, um Veränderung zu bewirken oder Konfrontation. Also diese verschiedenen Wege haben wir uns angeschaut. Und einige von euch haben sich wiedererkannt, einige warten noch. Und wenn nach 9 du dich nicht gefunden hast, dann haben wir einen Seelsorgetermin später oben dran. Ja. Ich habe beobachtet, das ist nicht, was ich angelehnt an diesem Buch, aber einfach aus diesen Kategorien, aber durch meine Beobachtung habe ich beobachtet, dass es 3 Kategorien von Menschen gibt oder 3 Kategorien von Wegen, wie sie sich einteilen lassen. Das eine ist, dass bestimmte Wege eher die Einsamkeit, die Regelmäßigkeit und die Ordnung brauchen. Dann gibt es eine andere Kategorie. Diese Menschen oder ja, Zugänge werden durch äußere Impulse angeregt, ob es Menschen sind oder einfach ein Umfeld oder Sinne. Beobachte, dass es Leute gibt, die brauchen andere Menschen, um einen schnelleren Zugang zu Gott zu bekommen. Einsamkeit ist eine Qual. Einsamkeit ist dröge, trocken. Sie wissen gar nicht mit der Zeit und mit der Stille was anzufangen. Aber sobald Leute da sind, werden sie lebendig. Menschen werden von äußeren Impulsen ihres Umfeldes angeregt und bekommen Hilfe, um mit Jesus, mit Gott in Verbindung zu treten. Und dann als drittes gibt es diese anderen, die Gottes Nähe spüren in Aktivität, in Nächstenliebe und in Engagement. Vielleicht hast du eine Kombination. Du brauchst stille Zeiten, aber du bist auch jemand, der durch
Dienst und Aktivität auch die Gegenwart Gottes spürst und Energie und Freude und Anbetung spürst in deinem Leben. Die Bibel sagt uns in Lukas Kapitel 10, Jesus bringt es auf den Punkt, er bringt eigentlich so einen richtigen zentralen Gedanken. Er sagt, wenn es darum geht, Gott zu gefallen, würde ich das zusammenfassen, sagt er, in diesem Gesetz oder in diesem Gebot oder in diesem Hinweis. Er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Wie? Aus deinem ganzen Herzen heraus. Und mit den ganzen Aspekten deiner Seele, Verstand, Wille und Gefühl. Und du sollst ihn lieben mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Das heißt, Begegnung mit Gott, Liebe zu Gott, Beziehung zu Gott ist nicht irgendwie so eine, ich fahre mal kurz nach McDonald's rein oder zur Kirche und hoffe, dass in diesem Moment, wo ich da bin, jetzt alles mir gegeben, geschenkt und dass das der Ausdruck ist von Beziehung. Sondern es bedeutet, dass mein ganzes Herz, mein ganzes Inneres irgendwie innerlich engagiert ist. Da ist ein Hunger, da ist ein Wunsch. Meine ganze Seele ist mit involviert. Das ist Gefühl und Verstand und Wille. Und dann auch der Bereich einfach der Kraft, der Ausrichtung und des Willens und auch unseres Verstandes. Und so verschiedenartig kann dann auch tatsächlich unsere Beziehung zu Gott aussehen. Unsere Kirchengeschichte zeigt uns das, dass auch hier unterschiedliche Aspekte von diesem Gebot über die Kirchengeschichte uns geprägt haben. Wir schauen uns mal eine Tabelle an, die ich gefunden habe oder die ich mal zusammengestellt habe, dass wir auf der linken Seite verschiedene Konfessionen haben, die Betonung dieser Konfession so im Groben und welche Ergebnisse oder welche Ausdrucksformen diese Beziehung zu Gott oder die Anbetung Gottes auch gefunden hat. Wenn wir jetzt einfach mal die katholische, orthodoxe und die anglikanische Kirche nehmen, wo sehr stark auch, nicht nur, aber körperliche Haltungen und Handlungen geprägt worden sind. Wie man reinkommt, wie man sich hinstellt, wie man kniet, wie man sich bekreuzigt oder was auch immer. Und es gibt bestimmte Haltungen, die ein Stück weit die Anbetung fördern, unterstützen oder ausdrücken. Dann haben wir später durch die Reformation, die lutherische, die reformierte, bis hin zu jetzt auch in neuester Zeit bibeltreue Christen, die oftmals über den Weg von Intellekt, Verstand und wichtig war klares Verständnis, klare Theologie, abgegrenzt von falscher Theologie und richtig. Und über den Weg des Verstandes auch hier Zugang zu Gott bekommen. Luther war einer, der das sehr stark auch mitgeprägt hat. Und dann später in der Kirchengeschichte die methodistische Kirche, John Wesley, baptistische Prägungen. Und die evangelikale, freikirchliche Welt hat auch sehr stark den Willen betont. Konkrete Entscheidung, entscheide dich für Jesus. Heiligung, du liest das Wort Gottes, tu es. Entscheidung des Willens. Also nicht nur Körper, nicht nur Intellekt und Verstand, sondern auch der Wille ist engagiert. Und dann auch vor ungefähr 100 Jahren entstand die pfingstliche charismatische Bewegung und hier haben wir auch die emotionale Seite, die neu entdeckt worden ist, dass man auch mal sich bewegen kann und vielleicht mal die Hände heben kann und dass man auch mal so Gefühle erleben kann und sogar mit Gefühlen etwas ausdrücken kann und dass Gott tatsächlich berührt und auch unsere Seele im Bereich des Gefühlsmäßigen auch berühren kann. Und so sind Gefühle und Erlebnisse in dieser Phase der Kirchengeschichte wichtig geworden. Liebe Gott, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Verstand, mit deiner ganzen Seele. Und wir sehen hier einfach mal so ein Spektrum. Und ich sage nicht, was richtig oder falsch ist, es ist einfach unsere Prägung. So, das war jetzt für die Kirchengeschichtler, für die so ein bisschen
ja, sagen, das hat mir geholfen, ja. Und jetzt kann ich eigentlich die Predigt schließen und ich gehe nach Hause und so sagen, so, ja. Da sehen wir schon, dass es Menschen gibt, die auch hier angeregt sind, einfach durch ein bisschen Kirchengeschichte und Information. Andere haben einfach gesagt, Tabelle. Was hat das mit Gott zu tun? So unterschiedlich sind wir. So, schauen wir uns mal Nummer 7 an. Viele von uns haben einen Zugang zu Gott über den, und das ist der, den wir am besten vielleicht hier eher ein bisschen kennen, den enthusiastischen Typen. Du sagst ja, ich bin norddeutsch, das ist so ab Frankfurt könnte das so ein bisschen, ja, oder eher in Spanien oder so, ja. So enthusiastisch würde ich jetzt uns Norddeutsche nicht bezeichnen. Aber das ist letztendlich ein Typus, wo Menschen Gott erfahren oder begegnen oder den Zugang finden über das Mysterium, also das Übernatürliche, das, was vielleicht auch gerade unsere Emotionen berührt, die Erlebnisse und wo auch Feiern und die Ausdrücke, die ganz körperliche oder auch lautere Ausdrücke geschehen können. Ich bin als junger Christ, als ich aus Indien zurückkam, in meiner Heimatgemeinde in Nordrhein-Westfalen, habe ich so ein paar von solchen Personen kennengelernt, die haben immer erzählt, was sie alles mit Jesus erlebt haben. Ja, es war eine Frau, ich weiß noch, sie hat dann fast jeden Sonntag hat sie irgendein Zeugnis gesagt, irgendeinen Bericht, was sie erlebt hat mit Gott. Ja, und heute, meine Waschmaschine, die rappelte rum und so. Und dann habe ich meine Hände aufgelegt und habe ich gebetet, dass das Rappeln weggeht. Und dann, ging sie wieder in eins. Und dann sagt sie, oh, weißt du noch, ich bin in die Stadt gefahren und so mitten am Tag und so viele Parkplätze gibt es ja gar nicht. Dann habe ich gesagt, Jesus, gib mir einen Parkplatz, genau vorm Geschäft. Und ich fahre ran, da ist ein Parkplatz frei. Und ich sage, wow. Und dann sagt sie, ja, und wir waren neulich dann campen oder mit dem Wohnwagen da unten in Serbien oder wo auch immer, Kroatien und so. Und das ist immer so voll und wir wollten einfach so ein bisschen spontan dahin. Aber ich wollte einen Campingplatz. Ich habe gesagt, Jesus, ich möchte einen Campingplatz genau am Strand, am Wasser. Aber mitten im Sommer, das geht doch gar nicht. Und wir kommen rein und dann kriegen wir genau so eins. Ich sage, boah. Ich meine, das ist schon toll so, ja. Das Ding ist, ich kam nie auf die Idee, für eine Waschmaschine zu beten. Ich hatte erstmal keine, aber auch wenn was kaputt war, habe ich nie gebetet. Ich kam irgendwie nie da drauf. Und irgendwann mal ging was kaputt bei mir und dann habe ich die Hände aufgelegt und habe versucht dann ein Erlebnis. Und damit so, und die war immer, ich wollte gerade sagen, connected. Sie war immer verbunden mit Gott, ja. Sie war immer irgendwie nah dran an ihn. Und ich sage, boah, die ist aber nah bei Gott. Was die alles sieht und hört und so. Ja? Und dann fingen sie auch noch mit Träumen an und so. Ich schlafe so gut, ich weiß gar nicht, was ich geträumt habe. Dann habe ich so nachts versucht, nein. Ich fand's gut. Das denke ich, es war so fern von mir. Und wisst ihr was? Dass mein Gotteserleben oder meine Wertschätzung für ihn und meine Freude über ihn nicht davon abhing, wie viele Waschmaschinen jetzt wieder laufen in meinem Leben. Oder ob ich einen Parkplatz, ich brauchte das nicht, ich habe da ein bisschen gesucht. Man sieht die Gegend ein bisschen und so, ja. Also ich hatte jetzt nicht das Bedürfnis, so, ja. Ich will es nicht lächerlich machen, ich sage nur, es gibt bestimmte Typen, die irgendwie Vertrauen haben, kindliches Vertrauen, ich weiß es nicht. Und das, ich will nicht sagen brauchen, aber das ist ihr Zugang. Sensationelle Erlebnisse, vor Zufälle oder ähnliches geschehen, mystische Erfahrungen, ob es Träume sind oder das Eintreffen von prophetischen Eindrücken, das regt bei diesen Menschen auch an. Und das ist so, wo sie auch Gott erleben und ihnen wird das auch wohl öfters geschenkt. Es gibt in der Bibel auch tatsächlich solche Leute, Josef und Daniel mit all ihren vielen Träumen. Mose
Und die wunderhaften Erlebnisse, die er hatte, diesen brennenden Büsche und einen Hirtenstab, der zur Schlange wird, und dann nimmt er wieder die beim Schwanz und dann wird sie wieder zum Hirtenstab, was der alles erlebt hat. Elia und Elisa erlebten, wie Feuer vom Himmel kommt und Bäche austrockneten und Öl nie ausging und die Knochen wieder tote Menschen wiederbelebten. Ist schon Bam, ja, so. Und die Apostelgeschichte beschreibt viele außergewöhnliche Erlebnisse. Wir haben diesen einen Typ, der einfach da steht und Gott sagt, geh dahin und ja, so, und dann kommt da den Äthiopier vorbei und dann bekehrt er sich und lässt sich taufen und dann sagt die Bibel, und plötzlich wurde er weggebeamt, zurück nach Jerusalem. Plötzlich, das ist schon cool. Ja? Oder David, jetzt weniger von den übernatürlichen Dingen, sondern einfach auch, wie er tanzte und seine Leidenschaft, seine Liebe, seine Freude ausdrückte. Der Typ war so richtig, ja, also sehr expressiv, obwohl er die ganze Zeit bei den Schafen war. Wir lesen hier, David aber und ganz Israel tanzten mit aller Macht vor Gott her, mit Liedern, mit Harfen, mit Psaltern, mit Pauken, mit Zimbeln und mit Trompeten, weil diese Gegenwart Gottes, die Bundeslade, nun wieder in Jerusalem gelandet war. Und später, oder wir lesen in die Parallelstelle, und David tanzte mit aller Macht vor dem Herrn und war umgürtet mit einem leinenen Priesterschurz. Das heißt, er hat die Sachen ausgezogen, die er sonst anhatte, und tanzte darum. Das macht schon ein paar Leute nervös, wenn da so richtig expressive Leute sind. Gerade in Norddeutschland. Es gibt aber Menschen, die, ich will nur sagen, so drücken sie auch ihre Leidenschaft, ihre Liebe, ihre Freude aus. Ich würde auch sagen, sie brauchen das. Es ist sozusagen ihr Zugang. Wenn da keine Bewegung ist, passiert nichts in ihnen. Ob es das Tanzen ist, ob das Knien ist, das Singen, das Lachen, das Wirbeln, was auch immer, solche Menschen genießen solche Momente. Jetzt sind wir in Norddeutschland, es ist ja, geht ein bisschen gesittet zu hier, ja, und einige wünschten sich ein bisschen mehr so, ja, und würden sagen, also wenn hier so richtig mal so ein paar tanzende Gestalten wäre, dann wäre mehr Gegenwart Gottes hier. Es ist mehr ein Zugang, glaube ich. Und mein Check ist immer, macht die Person es auch zu Hause, wenn sie es unbedingt im Gottesdienst machen möchte. Denn das, was zu Hause passiert, ist eigentlich dein eigentlicher Zugang. Es gibt Leute, die im Wohnzimmer Musik anmachen und anfangen zu tanzen. Ja, das sieht so bescheuert aus, wenn ich das mache, weil es nicht meine, es sieht auch nicht gut aus. Es ist auch nicht meine Hauptzugangsform. Obwohl, wenn es gute Musik gibt, eine gute Lobpreis-CD, möchtet ihr mich nicht im Auto sehen. Manchmal, wenn ich so B75 fahre oder irgendwo und ja, manche Leute, die entgegenkommen, sagen, Ich kann schon expressiv sein. Aber wenn mich wirklich was tief berührt, oftmals ist es so, ich bin einfach ein stiller Genießer. Ich weiß noch, ich war bei einem Konzert von Koinonia, meine Lieblingsband, mit Abraham Laborial am Bass, Craig Mathieson on the Keyboards, Justo Almario, Alex Acuna und Bill Maxwell. Meine Lieblingsspieler, die kamen eines Tages für ein Konzert nach Essen. Kleiner Saal, die waren auch übrigens hier. Und ich stand da in der ersten Reihe. Und als es losging, es war, als einer die CD reingelegt hat. Alles auf den Punkt. Meine Musik, Fusion Jazz. Und ich habe nur da gesessen, gestanden und habe einfach genossen. Alle anderen waren. Und ich einfach. Oh, das ist so gut.
Und weil sie alle an Jesus glauben, merkte ich, wie sie einfach Gott angebetet haben mit ihren Instrumenten. Ich stand da einfach und habe einfach, wow, schön. Aber Enthusiasmus, übrigens das Wort Enthus bedeutet in Gott. Also wenn du enthusiastisch bist, kannst du, und wenn du in Gott bist, kannst du enthusiastisch sein. Was sind die Gefahren? Ganz kurz, Erfahrungen um ihrer selbst willen suchen. Oh, ich brauche wieder eine Erfahrung. Ja? Je doller, desto besser. Wisst ihr, dass Paulus, der Apostel Paulus, der Großteil des Neuen Testamentes der Bibel geschrieben hat, der erwähnt ganz kurz in einem Brief, er sagt, ich kenne einen Mann, der Erlebnisse hatte, der ist versetzt worden in den vierten oder dritten Himmel. Ja, dritten Himmel. Das ist schon eine Steigerung vom ersten Himmel, zweiten Himmel, dritten. Und er hat unaussprechliche Dinge gesehen. Alle Theologen sagen, er spricht von sich selbst. Er sagt, ich kenne einen Mann. Er hat jetzt nicht gesagt, Leute, wisst ihr, was ich alles erlebt habe? Sondern er ist ganz bescheiden, wenn es um Erlebnisse ging. Weil er sagt, das macht nur nervös, löst eigentlich nur Sensationen aus, aber nicht die eigentliche Haltung zu Gott. Ihn zu kennen, wie er ist. Und deswegen ist die Gefahr, dass man nur Erlebnisse braucht, um Zugang zu Gott zu bekommen. Wenn keine Erlebnisse da sind, ist Gott plötzlich nicht da. Oder einfach unabhängig zu sein, sage ich, ich gehe einfach nochmal nach meinen Gefühlen. Und gute Gefühle einfach zu haben, zu sagen, wenn ich ein gutes Gefühl habe, habe ich Zugang zu Gott. Die Rechnung geht nicht immer auf. Also ein paar Gefahren. Wir in dieser Gemeinde gehören zur pfingstlich-charismatischen Bewegung. Wir haben auch die Freude und auch den Segen von Lobpreis wieder neu entdeckt, dass nicht alles über den Verstand geht, sondern dass wirklich auch das Herz sich auch äußern darf. Ich lade euch ein, einfach auch, wenn ihr sagt, Mensch, ich bin eigentlich so ein Norddeutscher, so ein Verstandtyp oder so, tu mal was, was du noch nie gemacht hast, auch in der Anbetung. Wag mal, die Hände mal zu heben. Einfach mal einen Ausdruck zu verleihen. Es ist ja nicht, dass du neben deiner Frau sitzt und sagst, ich hab dich so lieb. Du bist die schönste Frau, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Und wenn sich das jemals ändert, werde ich es dir schon sagen. Sondern du streichelst sie, du umarmst sie. Das ist einfach ein Ausdruck von dem, was innen drin ist. So ist es auch mit Gott, dass man auch ausdrücken kann und auch sollte und manchmal auch Freiheit erlebt, indem man einfach sich mal bewusst vielleicht ausstreckt zu ihm oder Freude oder ja, Herr, einfach mal ausdrückt. Die Form macht es nicht. Aber es setzt etwas auch frei in unserem Herzen, wenn wir unseren Körper auch mit benutzen. Unsere afrikanischen Brüder hier, die einfach aus dieser Kultur kommen, die können einfach einen schönen Impuls für uns sein. Nummer 8, der intellektuelle Typ. Gott lieben mit dem Verstand. Für einen intellektuellen Menschen muss der Glaube erlebt, vor allem aber verstanden werden. Wird der Verstand durch ein Bibelwort herausgefordert, so erfährt er echte Bewunderung und Hingabe, indem er dieses Wort nachgeht und nachforscht. Solche Menschen brauchen oftmals die Stimulation, die Herausforderung durch anspruchsvolle Vorträge, Artikel und Auseinandersetzungen mit solchen, um geistlich zu reifen und zu wachsen. Das ist mein Zugang. Obwohl ich auch sein kann. Ich habe das bei mir beobachtet. Wir hatten ja auch in dieser Gemeinde sehr lange Lobpreiszeiten in einem Gottesdienst. Manchmal gingen die ja manchmal 45 Minuten lang und so. Und auch früher habe ich das entdeckt. Irgendwann mal so nach 3-4 Liedern bin ich
bin ich gesättigt, ist alles gut, ich habe Gott gesagt, ich habe ihn lieb und so. Und ich bete ihn an, er ist der Beste und so, und sein dein Reich komme und so. Und irgendwann mal werde ich müde, so manchmal, seelisch müde. Und irgendwie, okay, ich habe dann... Und ich habe entdeckt, dass ich manchmal hingesetzt habe und einfach mal eine Bibel genommen habe und irgendwie da tief im Alten Testament einfach mal aufgemacht habe. Und dann gelesen habe. Männer können zwei Dinge gleichzeitig tun. Die können stehen und lesen, können sitzen und lesen und sie können sogar, dass Musik da ist, und auch gleichzeitig lesen. Und ich habe dann tatsächlich gelesen und gelesen und bin dann reingegangen und habe während dieser Zeit, wo einige von euch versetzt waren in himmlischen Sphären, habe ich so eine Gegenwart Gottes erlebt, so eine Energie, so eine Frische, die zu mir kam, wo ich innerlich so BÄM war. Und ich habe einfach gelesen. Ich habe es auch schon mal getan, das war jetzt vielleicht nicht hier, aber in Konferenzen und woanders manchmal, habe ich einfach ein Buch dabei. Und ich lese einfach ein Buch. Jetzt nicht hier Konsalik oder so, oder irgendwie so, ja, sondern irgendwie ein theologisches Buch oder ein Buch über Gemeindewachstum oder irgendwas. Und ich lese da und habe meine Stifte und mal und schreibe. Und während drumherum was läuft, lese ich. Und das erfrischt mich so sehr. Wenn du mir ein Buch gibst und zwei Stunden zum Lesen, bin ich gut drauf. Es macht was mit mir. Und vor allen Dingen bringt es mich, als ob ich eine ganz klare Beziehung zu Gott habe. Ich spüre, wow, Gott, du bist groß. Ich spüre Glauben, das zu mir kommt. Nicht nur, weil einer was geschrieben hat, sondern weil es mit Gott zu tun hat. Und es bewirkt etwas in mir. Und dann führt es mich dazu, wo ich einfach das Buch zur Seite lege. Ich sage, Jesus. Und dann fange ich an, mit ihm zu reden. Und dann bin ich da und so. Jemand, der sich das manchmal noch nie getraut hat. Danke, Susanne. Deswegen sitzt du auch immer hinten und liest ein Buch. Nein. Ja. Und man darf das. Ich habe mir gedacht, boah, bin ich aber ungeistlich hier. Habe ich immer so getan. Das ist mein Zugang. Gib mir Urlaub am Meer. Ich muss noch niemals zum Strand. Muss noch niemals das Wasser berühren. Ich muss nur wissen, dass das Meer da ist. Und gib mir ein Buch. Bin ich erholt nach 3 Tagen. Das ist nicht mein einziger Zugang. Ich habe ja ein bisschen was schon beschrieben. Höre zu, alle Völker. Merkt auf, alle, die in dieser Zeit leben, einfache Herren, Leute und Herren, reich und arm, miteinander. Mein Mund soll Weisheit reden. Und was mein Herz sagt, soll verständig sein. Ich will einem Spruch meinem Ohr neigen und mein Rätsel kundtun beim Klang der Harfe. Also während des Lobpreises kann ich hier mit dem Verstand arbeiten. Ja? Lesen, nachdenken, ja, sogar diskutieren. Ich weiß noch, dass ich eine Prüfungszeit hatte in der Bibelschule und jemand hatte da Schach gespielt und das war spät abends, 11.30 Uhr, Mitternacht irgendwie. Ich kriegte nichts mehr in meine Birne rein, um für die Prüfung zu lernen. Und dann habe ich einfach eine Partie Schach gespielt. Schach ordnet. Schach bringt Strategie in den Gedanken. Und nach diesem war ich, bam, war ich wach. Und ich habe gesagt, warum bin ich so wach? Irgendwas, das Denken hat in mir etwas freigesetzt an Klarheit und Frische und Zugang. Jetzt nicht zu Gott direkt so, aber ich habe gemerkt, was es mit mir macht. Einige sagen, theologisches Buch, das bringt, nein, du bist anders. Aber ich bin so, durch das Lesen, durch das Studieren, durch das Nachdenken, durch das Schreiben sogar. Als Beispiel aus der Bibel oder aus der Kirchengeschichte könnte man Paulus oder Apollos nennen. Augustinus war so ein Typ. Jan Calvin, einer der Reformatoren, war so. Francis Schaeffer oder Thomas von Aquin, C.S. Lewis und manch ein anderer Schreiber haben so Zugänge zu Gott geschaffen mit sehr wichtigen, guten Gedanken. Wo es nicht nur darum geht, hey, ich habe für die Waschmaschine gebetet und Gott hat geantwortet, das ist schön. Aber dass sie hineinkommen, wer ist Gott? Was bedeutet Allwissenheit? Was bedeutet Allmacht?
Was bedeutet diese wahnsinnigen diese Eigenschaften von Gott? Was sind die Gefahren bei diesem Typos? Dass man, was steht hier? Nächste Folie. Wissen statt Handeln. Na, ich weiß es. Wissen bläht auf, sagt Paulus. Wissen verändert gar nichts. Nur, dass du etwas in deinem Verstand durchgedacht hast, hat noch gar keine Auswirkung auf dein eigenes Leben oder um dich herum. Das wäre eine Gefahr, Wissen statt Handeln und umzusetzen oder einfach stolz, was ich alles weiß und so. Oder diese emotionalen Typen hier, so einfach so ein bisschen gefühlsmäßig hier vor Gott zu sein. Das ist Stolz, diese Bewertung, die dann manchmal einhergeht. Oder einfach im theologischen Streit, den Streit zu lieben. Hauptsache, meine Meinung kommt durch. Ja, das sind die Gefahren. Jetzt kommen wir mal zu dem nächsten, zu dem letzten. Der kontemplative Typ. Gott lieben durch grenzenlose Hingabe. Er steht dem schöpfungsorientierten Naturmenschen sehr nah. Der innere Mensch und sein Wirken stehen im Vordergrund. Das, was innen drin läuft. Der kontemplative Christ bezeichnet Gott als seinen Geliebten. Er versucht, ihm die tiefste und reinste und strahlendste Liebe entgegenzubringen, zu der ein Mensch fähig ist. Sein ganzes Bestreben liegt darin, sich Gott hinzugeben und Gott anzubeten. Man könnte den Psalm 63 hinzunehmen, einen Psalm Davids, als er in der Wüste war. Also der Kontemplative zieht sich zurück in Juda. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir. Mein Leib verlangt nach dir aus trockenem, dürren Land, wo kein Wasser ist. So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum. Wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit, denn deine Güte ist besser als Leben. Meine Lippen preisen dich, so will ich dich loben mein Leben lang und meine Hände in deinem Namen aufheben. Das ist meine Herzensfreude und Wonne, wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben kann, auch wenn ich alleine bin. Wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich. Wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach, denn du bist mein Helfer und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. Meine Seele hängt an dir, deine rechte Hand hält mich. Diese Person liebt es, längere Zeit alleine zu sein, zu beten, sich intensiv mit Gottes Wort zu beschäftigen. Er sucht regelmäßige Zeiten der Zurückgezogenheit und geschützte Räume der Stille. Rituale sind zum Beispiel für sein geistliches Leben von großer Bedeutung. Feste Abläufe, Gebetszeiten, Symbole, ähnlich wie der traditionalistische Typ, geben dem kontemplativen Menschen eine hilfreiche Struktur. Beispiele aus der Bibel und aus der Geschichte. Wir haben Maria, die einfach nur zu Jesu Füßen gesessen hat und zugehört hat, gewartet hat. Wir denken an Johannes, der Jünger von Jesus, der einfach gerne an Jesu Brust sich gelehnt hat und später auf der Insel einfach ein sehr, sehr zurückgezogener Mensch war, sicherlich in Gefangenschaft, aber damit hatte er Zugänge zu Gott und hat uns die Offenbarung geliefert. Thomas von Aquin, Sören Kierkegaard, oder Ignatius von Loyola, er hat diese geistlichen Exerzitien ins Leben gerufen. Das sind meditative Übungen unterschiedlichster Art. Und es gibt Menschen auch in dieser Gemeinde, ich weiß, die genau diese Exerzitien durchlaufen und sich zurückziehen, um ein Frühmorgensgebet, Gebet zu bestimmten Zeiten, Bibeltexte zu bestimmten Zeiten lesen, nur über einzelne Verse nachzudenken, zu meditieren. Das Wort meditieren bedeutet wiederkauen, so wie eine Kuh, die einfach isst und wiederkaut und nochmal wiederkaut und diese Gedanken nochmal von allen Seiten betrachtet. Was bedeutet es? Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er weidet mich auf einer frischen Aue. Und diese Leute haben die Fähigkeit, lange über sowas nachzudenken. Ich würde in 5 Minuten schon eine Predigt raus haben.
aber ich könnte, mein Typ ist es nicht, ständig zu meditieren. Ich denke schon nach, aber diese Menschen haben eine andere Art, nachzudenken, Kunst anzuschauen, kontemplativ, nachdenkend auch Dinge im Herzen zu bewegen, sind stille Wasser. Und bekanntlich aus der Stille kommen sehr tiefe Gedanken und wertvolle Gedanken. Die Leute plappern nicht so viel, nur ihre Gefühle raus, sondern sie verarbeiten Dinge und erlauben, dass Erkenntnisse und Wort Gottes und Anbetung und Gebet an ihrer Seele etwas tut. In unserer schnelllebigen Zeit entdecken viel, viel mehr Menschen auch genau diese Art von Beziehung zu Gott. Nachdenken, nachsinnen. Was sind die Gefahren hier? Eine einseitige Anbetung, nur bestimmte Wege. Gott vielleicht gleich werden wollen. Ich bin so nah bei Gott, Mensch, ich bin ja fast schon so wie er. Meditation ohne Opferbereitschaft, also nur meditieren um des Meditieren Willens und aus der Erkenntnis nicht tun, also nichts bereitwillig auch zu tun oder zu geben, würde zu kurz kommen. Und dass man vielleicht abhängig wird von spirituellen Erlebnissen. Ich komme jetzt in die Zielgerade und ein bisschen in die Praxis. Warum das Ganze? Ich habe es ja schon mal gesagt, weil wir sehr unterschiedlich sind. Und wir haben sehr oft wahrscheinlich ein Gemisch von unterschiedlichen Typen. Es ist wichtig für dich zu wissen, wie du mit Gott in Verbindung trittst. Es ist wichtig für dich zu erkennen, ohne Beziehung zu ihm ist dein Christsein, dein Glaube sehr äußerlich. Du machst vielleicht Dinge, weil andere es machen, weil man es dir gesagt hat, aber es kommt nicht aus der Beziehung heraus. Wir wissen als gläubige Christen, dass eigentlich unser Leben aus einer Quelle stammen kann und stammen muss. Und das ist die Beziehung zu Jesus Christus. Das geschieht durch hauptsächlich zwei Wege. Einmal sich mit seinem Wort zu beschäftigen, das, was er hinterlassen hat, wie er sich offenbart hat. Das heißt, wir kommen nicht drum herum, das Wort zu lesen. Okay, man kann es hören, mittlerweile. Ich weiß nicht, ob es noch Videos gibt über die Bibel. Aber letztendlich sich zu beschäftigen mit dem Wort Gottes. Und dann als zweites und viel wichtiger ist, mit dem jetzt auch in Beziehung zu treten mit Gott. Was auch immer das für dich bedeutet. Und du kannst einfach Schritte gehen in deiner Beziehung zu Gott. Fragen stellen, Gott, wer bist du? Wie bist du? Wie handelst du? Warum hast du so gehandelt? Und dadurch lerne ich jemand kennen. Wir leben in einer Internetzeitalter, wo wir tatsächlich jemanden kennen können, den wir noch nie gesehen haben. Es ist möglich, weil etwas geschrieben wird, etwas rüberkommt und man kann durch das Gelesene auch ein Bild sich machen von der Person, weil sie sich mitteilt. Ihre Gedanken, ihre Intentionen, ihre Gefühle, ihre Erlebnisse und somit hat man Beziehung. Und diese zwei Dinge, die Beschäftigung mit dem Wort Gottes und die Beziehung zu Gott im Gebet, Gebet ist ja Reden mit Gott, kann aber auf sehr unterschiedliche Art und Weise geschehen. Du kannst nicht erwarten, dass das nur im Gottesdienst geschieht. Die meisten von euch würden das bejahen. Aber in der Praxis ist es oftmals so, weil man es in der Woche nicht geübt hat, hofft man, dass man in diesem Moment, wo man hier reinfährt, auf den Parkplatz und reinkommt in diesen Gottesdienst, dass irgendwas ausgelöst wird, was dann gerade zu dir passt. Das ist schwer, alle diese Stile zu bedienen an einem Sonntagmorgen. Und deswegen ist eine Pflege von deiner Beziehung in der Woche ganz wichtig. Darüber sprechen wir sicherlich nochmal in der Praxis, vielleicht nächste Woche drüber. Kleiner Gedanke. Ich würde mich freuen, wenn einige aus dieser Gemeinde, die länger mit Jesus unterwegs sind, einfach mir mal schreiben, was ihr Hauptzugangsweg zu Gott ist und dass ihr es einfach mal beschreibt mit ein paar Worten, mit ein paar Sätzen, mir per E-Mail schickt und ich sortiere mal aus und nimm mal exemplarische Beispiele und interview euch nächste Woche. Das war ein guter Gedanke.
Das war ein sehr guter Gedanke. Enthusiasmus, das kam gerade. Weil es muss ja irgendwie praktisch werden. Wie hört man? Wie redet man mit Gott? Wie viel Zeit verbringt man? Wo ist der Sessel? Ja, brauchst du Vanilleduft? Brauchst du Lavendelduft? Muss der Kaffee da sein? Oder ein Hamburger? Kann ja sein, dass einer über den Hamburger, ja? Wie sieht es aus in der Natur? Wie sieht es aus in dem praktischen Leben? In einem vollen Leben, wo du um 5 Uhr morgens oder 5.30 Uhr oder 6 Uhr schon aufstehst, musst die Butterbrote machen für die Kinder, musst dich selber fertig machen, musst die Kinder fertig machen, dann geht's weiter und dann geht's weiter und dann geht's weiter und abends bist du platt. Wie sieht eine Beziehung im 21. Jahrhundert aus bei einem Menschen, der ein normales Leben führt? Wo sind diese Momente, die man nimmt, nutzt? Wie sieht das aus? Es hilft ja nicht, wenn ich einfach sage, pflege eure Beziehung zu Gott, wenn du nicht weißt, vielleicht wie es sein könnte. Meine Intention war in den letzten Wochen, euch einfach mal zu sagen, es kann sehr unterschiedlich aussehen. Nummer eins. Auch für dich in der Woche. Und es ist für dich wichtig, deinen Zugangsweg. Wenn du immer den falschen Weg versuchst zu gehen, der bringt dir nichts, versuch doch mal einen anderen Weg. Experimentier doch. Entdecke doch mal etwas Neues. Zünde doch mal eine Kerze an. Geh mal spazieren. Red mal mit dem Reh. Oder was auch immer. Entdecke doch mal etwas im Rauschen der Blätter. Oder der du immer irgendwas hören musst. Musik. Immer irgendwas sehen musst. Nimm dir doch mal ein bisschen Ruhezeit. Vielleicht entdeckst du da etwas für dein Herz und deine Seele und den Zugang zu deinem Gott. Und stellt euch vor, wenn etliche hundert Leute in der Woche ihre Momente haben im Auto, hinterm Schuppen, in der Dusche, wo auch immer. Und dann sonntags morgens hierher kommen. Und dann haben wir ein Lied. Würde die Lobpreisgruppe jetzt mal nach vorne kommen. Dann haben wir ein Lied. Und ich weiß, das Lied ist nicht Bach. Wir haben uns einfach entschieden, dass die meisten Leute wahrscheinlich nicht NDR 3 hören. Die meisten. Aber ich weiß von Leuten in diesem Raum, wenn die ein Orchester mit allem drum und dran, Johann Sebastian Bach oder wer auch immer, eine majestätische Konzert von Orchestermusik abspielen, dass sie sofort versetzt sind in einer anderen Atmosphäre. Dauert nicht lang. Ihr würdet überrascht sein, wer das ist. Habe ich jetzt diese Woche gehört. Werde ich aber nicht verraten. Vielleicht schreibt diese Person mir eine E-Mail. Und ich finde es so schön, dass wenn diese Person sich die Zeit nimmt, über Musik im Umfeld einfach nochmal vor Gott zu kommen, zu sagen, Jesus, wie diese Musik jetzt Freude oder Majestät ausdrückt, ich danke dir, dass du so groß bist, so vielfältig bist. Meine Seele preist dich mit meinem ganzen Herzen. Ich rühme dich, ich ehre dich. Und da connectet jemand, das habe ich leider nochmal benutzt, da connectet jemand mit Gott. Jemand in Verbindung mit ihm. Und das ist erfrischt, ist ausgerichtet und hat sogar Hunger, vielleicht noch mehr. Nimmt dir das Wort Gottes zu sich und liest, liest und liest. Und wenn es um unseren Gottesdienst hier geht, wir werden nicht alles hier widerspiegeln können. Das ist fast schier unmöglich. Aber euer Alltag bietet euch die Möglichkeit, eure Beziehung zu Gott zu pflegen. Und wenn wir hier zusammenkommen, kann der eine ganz still stehen und Gott ehren, vielleicht sogar in Stille.
Und der andere wirbelt. Der dritte hebt seine Hände. Der vierte ist laut und expressiv und sagt, ja, ja. Und da kann eine Vielfalt entstehen in unserer Beziehung zu Gott. Aber die Bibel sagt, wo sein Volk zusammenkommt und ihn anbetet und sich zu ihm wendet, wenn zwei oder drei sich in meinem Namen zu mir wenden, zu Christus wenden, dann bin ich mitten unter ihnen. In der Vielfalt. Ja, Amen. Hat das irgendjemandem geholfen heute? Das war nicht viel. Das war nicht viel. Ich habe jetzt euer Setlist hier. Jesus, ich denke an dein Opfer und wieder schaue ich hin. Ist das okay? War das ein Lied, was du gerne jetzt gesungen hättest? Okay, sehr schön. Lass uns nochmal aufstehen. Achtet auf euer E-Mail, ich verschicke euch das. Draußen im Foyer, hier am Infodesk, findet ihr diesen Fragebogen. Wir wollen zusammen beten. Für die, die möchten, können einfach ihre Hände heben, wenn das eine Art und Weise ist, wo du einfach dich körperlich ausdrückst. Jesus. Wir beten, Herr, dass deine Liebe diesen Raum füllt. Freude und Anbetung, Lobpreis und Dank. Wir danken dir, dass du unsere Seele errettet hast, unser ganzes Leben an deinem wunderbaren Kreuz. Auch wenn das so ein altes Symbol ist, ein Todesinstrument, Herr, ist es doch für uns zu einem Segen geworden, weil du dich hingegeben hast und hast dein Leben gelassen für uns. Wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, Mann, oh Mann, das war alles für die Insider hier. Ich habe da gar nichts verstanden. Ich möchte dir einfach nur sagen, es gibt einen Gott, der lebt, real ist, so real, wie du da stehst, noch realer. Er hat dich so sehr geliebt, dass er sogar selber Mensch wurde auf dieser Erde und hat entschieden, Zugang zu uns zu finden, indem er Mensch wurde. Er nahm all unsere Schuld an dem Kreuz und lädt dich jetzt ein, zu sagen, hey, du kannst neu anfangen, du kannst deine Vergangenheit hinter dir lassen, deine Schuld, deine Scham. Du kannst meine Hand greifen und im Vertrauen in die Zukunft schauen, wo du vielleicht Angst hast und Unsicherheit hast, wo du nicht klarkommst mit Dingen. Dieser Jesus möchte einfach in Verbindung mit dir kommen. Und du darfst das einfach, während wir jetzt dieses Lied singen, mit einem kurzen Gebet, wie du möchtest, laut, leise. Vielleicht nimmst du einfach deine Hand und hebst sie so und sagst, Jesus, ich brauche dich. Er kennt dich und er will auf dich zugehen und zukommen, weil er dich so sehr liebt. Komm, wir singen.